Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich im Namen des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und der Bertelsmann Stiftung zur Vorstellung unserer Studienergebnisse Besser als Ihr Ruf, Halbzeitbilanz der Großen Koalition zur Umsetzung des Koalitionsvertrages 2018. So der Titel der Studie. Die Studie wurde von zwei Autoren erstellt, Frau Matthies, Therese Matthies vom Wissenschaftszentrum Berlin und Herrn Dr. Robert Fehrkamp. Unschwer zu erkennen, welche der beiden heute bei uns am Podium sitzen. Frau Matthies kann aus privaten Gründen nicht hier sein, dafür aber Herr Fehrkamp als Autor und Mitinitiator. Sie haben an Ihren Plätzen hoffentlich alle die Studie einmal in der Gesamtfassung. Dazu gibt es noch eine Kurzfassung, der sogenannte Einwurf, wo die wesentlichen Informationen und Grafiken zusammengefasst sind und dann die ganz komprimierte Fassung, die Pressemitteilung. Da finden Sie auch überall nochmal die Ansprechpartner, Autoren und in der kompletten Studie auch den ganzen Methodenanhang zu den Vorgehensweisen, Methodik und Untersuchungsdesign etc. Ja, ich stelle Ihnen unsere Diskutanten kurz vor. Zu meiner Linken sitzt Dr. Robert Fehrkamp. Er ist, wie gesagt, Mitautor der Studie. Robert, du bist Direktor bei uns bei der Bertelsmann Stiftung für das Programm Zukunft der Demokratie, gleichzeitig auch Gastwissenschaftler am WZB hier in Berlin. Und in dieser Funktion ist die Gemeinschaftsstudie WZB Bertelsmann Stiftung aktuell entstanden zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Weitere Forschungsschwerpunkte von dir und dem Team sind vor allen Dingen Populismus, populistische Einstellungen. Da bist du auch Autor des Populismusbarometers, was wir seit 2017 regelmäßig veröffentlichen, aber auch zum Thema Wahlbeteiligung, soziale Spaltung der Wahlbeteiligung und regelmäßig auch Analysen zu Landtags- und Bundestagswahlen. Neben Herrn Fehrkamp sitzt Wolfgang Schröder. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie als Vertreter des WZB heute bei uns sind. Herr Schröder kennt nämlich die Demokratieforschung und Politik nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch aus der Praxis. Herr Schröder ist einerseits Fellow am WZB und vor allen Dingen Professor an der Universität Kassel. Dort leitet er das Fachgebiet politisches System der BRD, Staatlichkeit im Wandel. Und Herr Schröder, Sie waren auch von 2009 bis 2014 Staatssekretär hier in Brandenburg im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. Und wir freuen uns nachher gleich auf Ihre Einordnung und Kommentierung der Studienergebnisse. Wir werden jetzt ganz klassisch kurz zwei Impulse von Herrn Fehrkamp und Herrn Schröder hören zur Vorstellung der Ergebnisse. Dann gern Raum für Ihre Fragen und Anmerkungen. Und dann werden wir bis ca. 10 Uhr, je nachdem wie frageintensiv es wird, den offiziellen Teil beenden und dann gern nochmal Zeit für bilaterale Statements, O-Töne etc. für Sie. Damit übergebe ich das Wort an Robert Fehrkamp. Ja, vielen Dank, Benjamin. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zur vorläufigen Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Sie wissen, Halbzeit ist Ende September. Ende September ist Mitte der Legislaturperiode. Die Große Koalition hat gestern noch mal bestätigt und vereinbart, dass sie selbst im Oktober dann ihre Halbzeitbilanz vorlegen wird. Insofern ist das, was wir Ihnen heute präsentieren, eine vorläufige Halbzeitbilanz. Wir haben sozusagen 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff mal innegehalten und eine erste vorläufige Bilanz gezogen. Und die Ergebnisse dieser Bilanz werde ich Ihnen jetzt in aller Kürze vorstellen. Vielleicht, bevor ich in die Zahlen einsteige, noch mal ganz kurz, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben uns mit dem Wissenschaftszentrum Berlin den Koalitionsvertrag angeschaut und wir haben den Koalitionsvertrag daraufhin analysiert, wie viel echte Regierungsversprechen er enthält. Ein echtes Regierungsversprechen ist für uns etwas, das empirisch überprüfbar mit einem Ziel verbunden ist, von dem man dann objektiv sagen kann, erreicht oder nicht erreicht. Das heißt, wir haben nicht analysiert die auch im Koalitionsvertrag zahlreich enthaltenen
unverbindlichen Absichtserklärungen. Wir haben auch nicht analysiert die sogenannten rein rhetorischen Versprechen, sondern wir haben uns tatsächlich nur diejenigen Regierungsversprechen angeschaut, die mit einem empirisch überprüfbaren und messbaren Umsetzungsziel verbunden sind. Zum Zweiten haben wir gemeinsam mit dem Institut für Allensbach eine repräsentative Bevölkerungsumfrage gemacht, mit der wir untersucht haben, was von diesen Umsetzungen und was von diesen Erfüllungen eigentlich bei den Menschen in Deutschland angekommen sind. Wie sehen die das eigentlich? Wie nehmen die eigentlich die Erfüllungs- und Umsetzungstreue der amtierenden Bundesregierung wahr? Und die Ergebnisse dieser beiden Analysen haben wir in der Studie zusammengefasst. Der Titel der Studie lautet Besser als Ihr Ruf und enthält ja sozusagen schon gleich zwei Facetten unserer Ergebnisse, nämlich zum einen, dass die Große Koalition eine insgesamt gute Zwischenbilanz ziehen kann, zum anderen aber eben auch, dass davon in der Bevölkerung bislang relativ wenig angekommen ist. Das sind sozusagen die beiden Facetten unserer Studie, die wir versucht haben, in dem Titel Besser als Ihr Ruf zusammenzufassen. Was sind die wesentlichen Kernergebnisse der Studie? Wenn man auf die Erfüllung des Koalitionsvertrages schaut, dann lässt sich insgesamt sagen, dass die amtierende Bundesregierung bereits in den ersten 15 Monaten ihrer Regierungstätigkeit etwas mehr als 60% ihrer im Koalitionsvertrag vereinbarten Versprechen entweder schon vollständig umgesetzt hat oder zumindest substanziell auf den Weg gebracht hat. Das ist ein vergleichsweise gutes Ergebnis. Das ist mehr, als die Vorgängerregierung zum gleichen Zeitpunkt umgesetzt hatte. Es ist so, dass die jetzige Regierung nur 39% der im Koalitionsvertrag enthaltenen Versprechen noch gar nicht angefasst hat, mit der Umsetzung noch nicht begonnen hat. Das war bei der Vorgängerregierung zum gleichen Zeitpunkt, waren das 10% mehr. Die Vorgängerregierung hatte zum gleichen Zeitpunkt fast die Hälfte ihrer Versprechen noch mit der Umsetzung noch gar nicht begonnen, hat dann aber bis zum Ende der Legislaturperiode es trotzdem geschafft, fast 80% umzusetzen. Das heißt, wenn Sie diese vorläufige Halbzeitbilanz der amtierenden Bundesregierung jetzt hochrechnen, immer vorausgesetzt, die Koalition arbeitet in dem jetzigen Tempo weiter, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie ein sehr gutes Endergebnis erreichen wird, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode fast alle der im Koalitionsvertrag vorhandenen Versprechen wird umgesetzt haben. Dennoch muss man sagen, ist davon in der Bevölkerung bislang relativ wenig angekommen. Nur etwa jeder zehnte Deutsche, nur etwa jeder zehnte wahlberechtigte Deutsche schätzt die Erfüllungsquote, die Umsetzungstätigkeit der Regierung richtig ein. Die allermeisten, die große Mehrheit der Menschen in Deutschland geht eigentlich davon aus, dass nur relativ wenig bis fast gar nichts, bis maximal etwa die Hälfte dessen, was im Koalitionsvertrag drinsteht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Wir haben das in der Umfrage mit Allensbach auch in mehreren unterschiedlichen Frageversionen abgefragt, sodass das ein sehr robustes Umfrageergebnis ist. Es kommt von der relativ vergleichsweise guten Umsetzungstätigkeit, von der hohen Erfüllungstreue der Regierung bislang nur relativ wenig bei den Menschen an. Das heißt, dass wir es in Deutschland mit einer Lücke, mit einer klaffenden Lücke zu tun haben zwischen der tatsächlichen Erfüllungstreue der Regierung und der wahrgenommenen Umsetzungstreue von Koalitions- und Regierungsversprechen. Und das ist natürlich zum einen mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis von Politikverdrossenheit. Es ist aber auch natürlich mit dann eine Ursache und ein Verstärker von Politikverdrossenheit, wenn die Menschen weit mehrheitlich davon ausgehen, dass die amtierende Bundesregierung
eben noch nicht mal die Hälfte dessen, was sie versprochen hat, dem Koalitionsvertrag auch tatsächlich umsetzt. Und es erzeugt natürlich auf der Seite der Politik auch einen gewissen Frust, weil die Umsetzungsaktivität, die Umsetzungsbemühungen sehr, 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 sehr stark sind und die Ergebnisse übrigens auch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut sind und sich die Regierung damit eben durchaus sehen lassen kann. Man muss ja sehen, dass bei der Halbzeitbilanz tatsächlich bislang nur 15 aktive Regierungsmonate zur Verfügung standen. Also unser Stichtag in der Analyse ist jetzt der 30. Juni gewesen. Erst im März 2018 ist der Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. Das heißt also, auch im Vergleich zur Vorgängerregierung hatte die amtierende Bundesregierung sogar nur 3 Monate weniger Zeit, weil die Koalitionsverhandlungen eben länger gedauert haben. Und trotzdem hat sie schon jetzt ein besseres Umsetzungsergebnis erzielt als ihre Vorgängerregierung. Aber es wird eben von den Menschen nicht wirklich anerkannt. Es kommt eben in der Bevölkerung nicht angemessen an. Die Frage ist natürlich, woran liegt das? Und das ist sicherlich ein ganzes Sammelsurium von Gründen, die man dafür anführen kann. Ich denke auch, dass mein Kollege Wolfgang Schröder zu diesem Punkt gleich noch ein paar Einschätzungen geben kann. Aus den Ergebnissen unserer Studie scheint mir ein Grund sehr, sehr wichtig. Und das ist sozusagen der relativ schwere Stand, den der politische Kompromiss bei vielen Menschen hat. Klar ist, dass in dem Moment, wo unterschiedliche Parteien aufgrund der Wahlergebnisse gezwungen sind, in einer Koalition zu regieren, alles, was Regierung tut, alles, was Regierung kann, natürlich das Ergebnis eines politischen Kompromisses ist. Und politische Kompromisse sind das Lebenselixier der Demokratie. Sie sind häufig schlecht reputiert, sie gelten sehr schnell als sogenannte faule Kompromisse. In Wirklichkeit sind sie meistens der goldene Mittelweg, der in der Demokratie gefunden wird. Und der politische Kompromiss gehört sozusagen zur Grundsubstanz der Demokratie dazu. Er hat aber gleichzeitig einen sehr schlechten Ruf in der Bevölkerung. Wir haben die Menschen gefragt, was sind denn aus ihrer Sicht akzeptable Gründe, was könnten denn akzeptable Gründe dafür sein, dass Parteien und Regierungen ihre einmal gegebenen Wahlversprechen oder Ankündigungen nicht oder nicht vollständig einhalten können. Also gibt es da aus Ihrer Sicht überhaupt akzeptable Gründe? Und da haben uns nur 40% der Menschen gesagt, dass es aus ihrer Sicht überhaupt solche akzeptablen Gründe geben kann. Und die Notwendigkeit, politische Kompromisse im Regierungshandeln zu schließen, die wird nur von etwa einem Drittel aller Wahlberechtigten als ein Grund dafür anerkannt, dass Parteien nicht hundertprozentig eins zu eins das umsetzen können, was sie vielleicht im Wahlkampf angekündigt oder in ihrem Wahlprogramm versprochen haben. Und das scheint mir ein ganz wesentlicher Grund für dieses Auseinanderklaffen von wahrgenommener und tatsächlicher Erfüllungstreue zu sein, dass Regierungshandeln in der Demokratie immer nur bedeuten kann, dass ein politischer Kompromiss umgesetzt wird, dass dieser politische Kompromiss bei sehr vielen Menschen einen schlechten Leumund hat, einen schlechten Ruf genießt. Ich will es vielleicht damit erstmal bewenden lassen, was die Kernergebnisse angeht. Vielleicht ein Aspekt noch, wir haben uns zusätzlich in der Studie auch noch angeschaut, woher eigentlich die Versprechen im Koalitionsvertrag gekommen sind und haben da festgestellt, dass es eine relativ ausgeglichene Bilanz der beiden Koalitionspartner gibt, dass die SPD es sogar geschafft hat, leicht überdurchschnittlich viele Versprechen aus ihrem Wahlprogramm auch im Koalitionsvertrag zu verankern. Das nicht dazu geführt hat, dass die Menschen das auch wahrgenommen haben. Also sozusagen, wenn man die wahrgenommene Umsetzung nach Parteianhängern sich anschaut, dann ist es sogar so, dass die Werte für die SPD noch leicht schlechter ausfallen als bei den Unionsanhängern. Also SPD-Anhänger gehen noch leicht weniger häufig davon aus,
dass zumindest die Hälfte oder ein großer Teil auch tatsächlich umgesetzt wurde, als es bei den Unionsanhängern ist, obwohl die SPD etwas überdurchschnittlich es geschafft hat, Wahlversprechen tatsächlich auch im Koalitionsvertrag zu verankern und diese eben auch in Regierungshandeln und Regierungspolitik umzusetzen. Okay, damit mache ich jetzt erstmal einen Punkt und übergebe an meinen Kollegen Wolfgang Schröder, der sicherlich noch ein paar zusätzliche interessante Einordnungen zu unseren Ergebnissen parat hat. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne drei Punkte ansprechen. Zunächst nochmal, was hat es überhaupt mit dem Koalitionsvertrag auf sich? Zweitens, wie kann man die Lücke erklären? Und drittens, was kann man gegen die Lücke tun? Der erste Punkt ist, wenn man Koalitionsverträge hat, braucht man Koalitionen. Insofern, wenn man ins Geschichtsbuch hineinschaut, stellt man fest, dass dieser Koalitionsvertrag als Institut relativ jungen Datums ist. Das gab es einmal in der Weimarer Republik. Wenn man sich dann anschaut, wie das in der Bundesrepublik gehandhabt wird, dann findet man in den Quellen, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, müssen Sie ins Archiv gehen, weil bis 1961 die Grundlage für Koalitionen in den Briefwechseln zwischen den Parteivorsitzenden ausgehandelt wurden und nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Als der Koalitionsvertrag erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblickte, nämlich im Jahre 1961, gab es fast eine Staatskrise, weil dann gesagt wurde, es darf doch keiner wissen, was soll das, das setzt uns unter Druck und Stress. Und eine Normalisierung im Umgang mit Koalitionsverträgen hat eingezogen ab 1998. Also mit Rot-Grün ist gewissermaßen so eine Normalisierung des Instrumentes des Koalitionsvertrages als Instrument zur Komplexitätsreduzierung, zur Vertrauensstiftung. Insofern kann man auch sagen, Koalitionsverträge sind Vertrauensdokumente nach innen und außen. Und umso geringer das Vertrauen ist, da gibt es eine gewisse Korrelation, umso länger ist der Koalitionsvertrag. Wenn man in das Jahr 1998 schaut, da war der Koalitionsvertrag 52 Seiten lang. Jetzt ist er viermal so dick. Und selbst im Vergleich zur ersten großen Koalition jüngeren Datums, also 2005, hat er um die 50 Seiten zugenommen. Und die Plausibilität für diese Verdickung des Vertrages liegt in der Legitimationsbedürftigkeit der jeweiligen Koalition. Und wenn man auf die große Koalition schaut, hat man es ja wirklich mit Notkoalitionen zu tun, die der besonderen Begründung und Legitimationsstiftung bedürfen. Insofern langer Vertrag, lange Absichtserklärungen. Und wenn man so will, kann man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten der Lesart von Koalitionsverträgen. Die eine Lesart ist die buchhalterische, dass man also genau ausrechnet, wie viel der Versprechen sind eingehalten worden. Und die zweite Lesart ist die des Erzählens. Und beide dokumentarischen Formen der Auswertung kommen zu kurz im politischen Geschäft. Und insofern ist das, was hier gemacht worden ist, sehr verdienstvoll, sehr wichtig, um Vertrauen herzustellen, um Leistungsbilanzen lesbar zu machen und damit den politischen Prozess zu flankieren. Damit komme ich zur zweiten Frage der Lücke. Wie lässt sich diese Lücke erklären? Also es ist ganz klar, alleine über Auszählen wird man die Lücke nicht schließen können, wenngleich das eine wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt Evidenzbasierung im politischen Prozess zu verankern. Es geht um politische Deutung am Ende der Tage. Und das, was wir als grandiose Lücke hier erleben, was Robert Fehrkamp sehr eindrucksvoll dargestellt hat, das ordnet sich ein in einen umfassenderen Prozess der Unzufriedenheit mit der Demokratie, der Unzufriedenheit mit dem politischen System und der Unzufriedenheit mit den politischen Parteien. Wenn ich Ihnen hier nochmal Daten mit an die Hand geben darf, 1980 waren 50% der Bürgerinnen und Bürger in unserem Staate davon überzeugt, die Parteien sind existenziell wichtig für unsere politische Demokratie. 1990 waren es noch etwas mehr als 30% und seither pendeln wir bei etwa 20%. Insofern ist die Akzeptanz, die Lesart der Ergebnisse der Großen Koalition in Korrelation zu Demokratie, zur
repräsentativen politischen Demokratie und zum Parteienstaat zu lesen. Und dann kommen natürlich eine ganze Reihe anderer Momente noch rein, die diese an und für sich gute Bilanz der Großen Koalition in ein anderes Fahrwasser werfen. Und die andere Dimension ist, die Leute haben kein Interesse oder ein reduziertes Interesse an den Faktizitäten der Policies, also der einzelnen Politikfelder, sondern das Große und Ganze steht im Zentrum. Und indem das Große und Ganze im Zentrum steht, werden die positiven Ergebnisse überlagert durch die großen Debatten unserer Gesellschaft. Auch hier wieder ein Datum. Von Juni 2018 bis Juli 2018, also in 4 Wochen, ist die Zufriedenheit mit dieser Regierung um 15% nach unten gegangen. Was ist passiert? Es war diese große Debatte um Abschiebung und wie sie realisiert werden soll. Das heißt, man hat nicht nur die Zyklen von Migration und Ökologie, die den politischen Prozess prägen, sondern man hat auch die jeweiligen Auseinandersetzungen in der Regierung, die dann den Blick der Bürgerinnen und Bürger in außerordentlich starkem Maße prägen und das Bild der Regierung dann in ein anderes Fahrwasser rücken, als es auf Grundlage dessen, was dort gemacht wird, eigentlich möglich wäre. Also wir haben hier große Tendenzen von Demokratie, von Spaltung der Gesellschaft und die schlagen sich auch in der Performance der jeweiligen Wahrnehmung der Regierung und ihrer Arbeit nieder. Dann komme ich zum dritten Punkt. Wie kann man diese Lücke eventuell auffüllen? Ich denke, das ist ja auch ein Verdienst dieser Studie, dass man nicht nur einfach geschaut hat, was haben sie gemacht, sondern wie wird das von unterschiedlichen Gruppen rezipiert. Und da gibt es ja die Unterscheidung politisch Interessierte und politisch weniger Interessierte. Und da gibt es signifikante Unterschiede. Und das könnte zum Ersten heißen, dass solche Verträge besser übersetzt werden müssen und dass sie vor allen Dingen auch zielgruppenspezifischer ausgerichtet werden müssen. Wenn man natürlich die geringen Daten selbst bei den politisch Interessierten sieht, würde man vermutlich zu dem Ergebnis kommen, es wäre erstmal schon sinnvoll, wenn die politisch Interessierten besser adressiert werden könnten, als dies bislang der Fall ist, um die Legitimation, um die Akzeptanz von Koalitionen und ihren Ergebnissen zu verbessern. Sie kennen alle das Politbarometer, Sie kennen alle die unterschiedlichen Umfragen, die in regelmäßigen Abständen vorgestellt werden. Sie kennen nicht Evidenzbarometer. Also ich meine, man müsste neben den gefühlten und meinungsgetriebenen Umfragen, müsste eigentlich vor allen Dingen im Öffentlich-Rechtlichen, aber natürlich auch bei den Privaten, müsste man sagen, wenn ihr solche Umfragen vorstellt, dann stellt doch mal daneben, was sind denn die faktischen Ergebnisse von Politik? Und hier hätte man ein Barometer, was man dafür sehr gut nutzen könnte. Also neben das Politbarometer, das Evidenzbarometer, um deutlich zu machen, also wir haben hier nicht nur gefühlte Politik, sondern wir haben reale Politik und diese reale Politik hat bestimmte Ergebnisse, mit denen man umgehen muss und die eine Bedeutung haben für die Bewertung des politischen Prozesses. Und das könnte auch dazu beitragen, und das scheint mir die Schlüsselkategorie zu sein, wie können wir wieder mehr Vertrauen in den politischen Prozess, Verhältnis zwischen Bürger und Staat auf eine andere Grundlage stellen. Weil wir brauchen diese Dreieinigkeit von sprechfähigen Politikern, von aufgeklärten Journalisten und kritischen Bürgern. Und dafür brauchen wir Instrumente, die das zusammenbringen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Schröder und Robert Fehrkamp. Damit warte ich auf Handzeichen und Augenkontakt von Ihnen. Gibt es Fragen aus der Runde, die wir hier beantworten können? Fangen wir an, Herr Hoffmann. Sie haben von, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, plädieren Sie eine bessere Information der politisch Interessierten. Das ist ja überraschend, weil man würde denken, die nicht Interessierten müssen interessiert werden, aber wir sehen es anders. Können Sie mal die Ich sehe es nicht anders, sondern ich habe gesagt, wenn man sich die Werte anschaut, dann sieht man ja selbst bei den politisch Interessierten, da sind gerade 14% der Auffassung, dass das hier alles gut läuft im Hinblick auf die Erfüllung des Koalitionsvertrages. Das heißt, 86%, die keinen Kontakt haben zur Realität dieses Koalitionsvertrages. Das muss er nochmal sagen.
Also wir haben versucht, das, was Wolfgang Schröder gerade noch mal gesagt hat, in zwei Punkten in der Studie zusammenzufassen und haben das zusammengefasst unter die Begriffe Fokussierung und Fairplay. Also die Lektüre und Analyse des Koalitionsvertrages ist kein ganz leichtes, ist nicht ganz leicht zu verdauen. Es sind 296 Einzelversprechen, die die Koalition abgegeben hat in diesem Vertrag. Die sind natürlich zu einem großen Teil auch sehr, sehr kleinteilig und technisch formuliert. Und was dieser Koalitionsvertrag aus unserer Sicht nicht bietet, ist ein wirkliches, zusammenfassendes, fokussiertes politisches Narrativ. Wofür steht diese Regierung eigentlich genau? Was sind die zentralen 3, 4 Punkte? Und das ist das, was wir mit Fokussierung meinen. Also wir glauben, dass wenn das fokussierter kommuniziert wird, dass man dann auch Menschen, die etwas weniger politisch interessiert sind, da besser erreichen kann, als wir das heute tun. Und unter diesem Schlagwort des Fair Plays ist uns ganz wichtig, auch tatsächlich nochmal die Frage zu stellen, wie kommunizieren und reden wir dann in der öffentlichen Diskussion über Politik? Und was wir hier in der Studie gemacht haben, ist ja keine politische Bewertung. Wir haben nicht bewertet, ob das, was die Koalition vereinbart hat, richtig oder falsch ist. Darüber gibt es so viele Einzelmeinungen wie Wählerinnen und Wähler in der Republik. Wir sind aber schon der Meinung, dass das Einhalten von Versprechen und das verlässliche Umsetzen von dem, was man festgelegt hat miteinander, auch ein Eigenwert hat, ein Eigenwert auch demokratischer Politik ist und eigentlich das Potenzial hat, Politikverdrossenheit abzubauen und Akzeptanz zu erhöhen und zu schaffen. Und das ist so ein bisschen das, was uns eben auch negativ überrascht hat, auch selber an den Ergebnissen der Studie, dass das bislang nicht gelingt. Das ist auch der Vorgängerregierung nicht gelungen, die schon wirklich auch im internationalen Vergleich sehr ansehnliche Umsetzungswerte erzielt hat. Dennoch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung sogar noch einmal leicht zurückgegangen. Und das ist sozusagen die Aufgabe, an der man arbeiten muss. Machen wir hier weiter. Ja, wir haben zwei kurze Punkte, denen man auch nicht so empirisch, glaube ich, auf die Sprünge kommen kann. Einmal ist mein Eindruck, und da würde ich mal hören, ob Sie den teilen, dass die CDU, auch die CSU, dieses weniger oft erwähnt als die SPD. Nun kann ich mir ungefähr denken, woran es liegt, also weil die Zahlen da besser sind bei den einen. Aber ist das so oder bedauern, ich habe heute Morgen Herrn Brinkhaus gehört, der hat auch gesagt, wir sind doch, also auch die Spiele schon gern, besser als unser Ruf. Aber das ist relativ selten. Also dazu mal die Frage, ob der Eindruck richtig ist und das andere, mehr Kulpa, was haben die Medien möglicherweise für einen Anteil an der Tatsache, dass sich die Verdienste nicht rumsprechen, um es mal so zu sagen. Gerade wir Öffentlich-Rechtlichen machen wir mehr Interviews mit Herrn Lindner, Frau Baerbock, Herrn Habeck, Herrn Gauland und manchmal auch Herrn Bartsch und zu wenig mit den handelnden Personen oder woran liegt es? Ja. Ich kann ja vielleicht noch mal so ein bisschen was zu den Zahlen vorab sagen und zum zweiten Teil, Wolfgang, du noch mal. Wir haben uns sozusagen ja angeschaut, aus welchem Wahlprogramm, welches der Koalitionsversprechen ist, in welchem der Wahlprogramme verankert. Und da haben wir eben festgestellt, dass die SPD es sogar leicht überdurchschnittlich geschafft hat, eben Dinge aus ihrem Wahlprogramm auch tatsächlich im Koalitionsvertrag zu verankern und die auch umzusetzen. Das heißt also, da hat eigentlich die SPD sogar noch mal eine leicht bessere Bilanz. Was aber auch ein interessanter Aspekt war, den wir in der Studie herausgefunden haben, dass etwa die Hälfte der Versprechen im Koalitionsvertrag auf keines der beiden Wahlprogramme zurückzuführen ist, was eben auch nochmal den unterschiedlichen Charakter von Wahlprogrammen und Koalitionsverträgen zeigt. Koalitionsverträge sind umfassende Regierungsprogramme, in denen alle Politikbereiche detailliert abgehandelt werden. Wahlprogramme sind häufig natürlich sehr viel fokussierter auf die Kernversprechen der jeweiligen Parteien, auf die Kernthemen der jeweiligen Parteien fokussiert.
Und was wir natürlich auch sehen und was häufig vergessen wird, ist, dass Politik sich ja nicht erschöpft in der Umsetzung von dem, was im Koalitionsvertrag einmal vereinbart worden ist. Es ist nur ein Bruchteil des tatsächlichen Regierungshandelns. Ist das, was sich unmittelbar auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages bezieht. Wir haben auch gestern Abend wieder gesehen, dass die Koalition sich auf Beschlüsse geeinigt haben, die zum Teil direkte Umsetzungen aus dem Koalitionsvertrag sind, die aber zum Teil natürlich auch Antworten auf aktuelle und neue Fragen bieten. Aber sozusagen diese Anerkennung, unabhängig von der politischen Bewertung, dass Politik das, was sie verspricht, auch einhält, das ist, finde ich, etwas, was wir auch in der öffentlichen Diskussion noch stärker machen müssen und wo aus unserer Sicht auch eine Chance drin liegt, Politikverdrossenheit in einem aufklärerischen Sinne zu reduzieren. Ja, das bedeutet ja für den Journalismus auch, dass Sie ein Stück weit stärker, pointierter mitarbeiten müssen beim Projekt der Rehabilitierung von Politik und Politikern. Und das Projekt ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil in der Regel ist das Berichten über Personen und abweichendes Verhalten natürlich interessanter und auflagenstärker orientiert als das Berichten über Evidenzen, über Prozesse, die für sich genommen weder spektakulär noch in irgendeiner Weise jetzt unmittelbar signifikant gedeutet werden können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, es setzt natürlich auch den Leser voraus. Deshalb hatte ich auf die Frage von Ihnen gesagt, also man muss vermutlich erstmal bei denen ansetzen, die sich überhaupt für Politik interessieren. Weil bis ich die anderen dahin bekomme, dass sie überhaupt Informationen zur Kenntnis nehmen, wird es ein schwieriger Weg sein. Auch hier zwei Zahlen. 1990 gab es in Deutschland 30 Millionen Zeitungen, die am Tag gedruckt worden sind. Heute haben wir 15 Millionen. Und es geht nicht nur um die pure Auflage, sondern es geht natürlich um Leser, um Bürger, die regelmäßig lesen und durch dieses regelmäßige Lesen ein Gespür für den politischen Prozess und damit für die kritische Einflussnahme, kritische Bewertung entwickeln. Und diese kritische Bewertung setzt eben eine gewisse Informiertheit voraus. Und das, meine ich, müsste auch von Seiten der Politik und von Seiten des Journalismus dann noch mal stärker zum Gegenstand gemacht werden. Wie kann man die Übersetzung so hinbekommen, dass auch bei denen, die erreicht werden sollen, das Verhältnis zwischen Skandal und Wirklichkeit in ein angemessenes Maß gerückt werden kann. Aber ich finde trotzdem, das will ich hier auch noch mal betonen, dass es nicht nur um die politisch Informierten geht, sondern dass man gerade auch für die anderen natürlich auch Strategien überlegen muss, wie man da besser rankommen kann. Dann zu guter Letzt noch mal zum unterschiedlichen Rezeptionsverhalten SPD und CDU. Da drückt sich das aus, was wir als Grundlage dieser Unterschiedlichkeit der beiden Parteien insgesamt festhalten können, dass CDU-Politik und CDU-Rezeption in der Regel pragmatischer, weniger emotional stattfindet, weniger umkämpft ist als im sozialdemokratischen Lager, wo die Deutung Vielfalt und der Spaß daran, diese Deutungsvielfalt zuzuspitzen, etwas ausgeprägter ist. Und das macht sich auch in diesem Falle sehr stark bemerkbar. Wir gehen weiter zu Ihnen. Also ich fange mal mit dem Letzten an, weil das natürlich sozusagen nicht jetzt nur Teil der Empirie ist, die wir in unserer Studie drin haben. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Interpretation. Ich glaube tatsächlich, dass der schlechte Ruf, den der politische Kompromiss in der öffentlichen Diskussion hat, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Wenn wir nicht mehr anerkennen, ja, dass der politische Kompromiss eine Stärke der Demokratie ist. Wenn wir immer automatisch davon ausgehen, dass der politische Kompromiss faul ist und dass es im Grunde genommen eine Schwäche von Politik ist, dass sie immer nur auf der Basis von Kompromissen handelt,
dann funktioniert da etwas sozusagen im Maschinenraum unserer Demokratie nicht mehr richtig. Dann entsteht da wirklich ein ganz tief sitzendes Missverständnis darüber, was auch die besondere Qualität von Demokratie ausmacht. Und das ist eben das Handeln auf der Grundlage gesellschaftlicher Kompromisse. In der Demokratie geht es immer darum, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Auffassungen in einen Konsens, in einen gesellschaftlichen Konsens zu verhandeln, zu verwandeln und auf dieser Grundlage dann eben politisch zu handeln. Und ich glaube, da müssen wir alle eben auch einen Beitrag dazu zu leisten, das sozusagen auch als Stärke von Demokratie und auch als Stärke von demokratischer Politik zu kommunizieren und nicht immer von vornherein unter diesen Verdacht des faulen Kompromisses eben zu stellen. Ne? Und bei den politisch Interessierten und weniger Interessierten ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie genau sie die Frage formulieren. So ein Drittel, 40-50% sagen von sich selbst, sie seien politisch besonders stark interessiert. Die Unterschiede sind durchaus auch signifikant. Also der Anteil derjenigen, die einigermaßen realistisch die Umsetzungsarbeit von Regierungspolitik einschätzen, der ist bei den politisch Interessierten fast doppelt so hoch wie bei den politisch nicht Interessierten. Aber das Niveau ist insgesamt aus meiner Sicht auch erstaunlich niedrig, weil auch bei den politischen Interessierten eben nur 14, 15, 16%, je nach genauer Frageformulierung, tatsächlich da eine realistische Einschätzung darüber abliefern, sodass die Differenz zwischen den beiden Gruppen zwar signifikant ist, aber insgesamt beide sich auf einem sehr niedrigen Niveau da befinden. Ja, ich gehe meistens von Daten aus, die ungefähr so eine Drittelung beinhalten. Das heißt, so 30%, die etwas stärker interessiert sind, 30%, die ansprechbar sind und 30%, die doch stärker außerhalb des politischen Kommunikationsprozesses sich bewegen. Aber für die Untersuchung hängt es entscheidend von den Fragen ab, die man stellt, zu welchen Ergebnissen man hier kommen kann. Aber das drückt sich ja auch in vielen anderen Untersuchungen aus, dass auf die Frage, wie diese Demokratie akzeptiert wird, immer wieder dann die Antwort kommt, sie ist zu wenig beteiligungsorientiert und sie ist zu wenig erklärend. Und dieses zu wenig erklärend, das müssen wir, glaube ich, stärker zum Ansatzpunkt für unsere Überlegungen machen. Deshalb meine Idee mit diesem Evidenzbarometer, also wo man neben das Politbarometer so eine im laufenden Prozess nachzuvollziehende empirische Festhaltung, so eine Art Monitoring dessen, was läuft, gestellt werden könnte. Und dann sind die Parteien natürlich selbst auch verantwortlich. Also sie finden ja auch auf den Homepages der Parteien jetzt nicht das, was er gemacht hat, sondern die Parteien leben von dem, was er gemacht hat jetzt. Also sie selbst haben sich nicht darum gekümmert, dass diese Bilanz, dass dieses permanente Monitoring in der Kommunikation mit ihren Mitgliedern, mit ihren Wählern, mit den Bürgern stattfindet, sondern sie leben zu stark vom Augenblick und leben zu wenig im Prozess, der dann auch die Möglichkeit bietet, immer mal wieder innezuhalten und zu erklären, wo man gerade steht. Und das scheint mir auch wichtig zu sein für die politische Debatte, dass die politische Debatte eben nicht nur vom Augenblick und von der Emotionalität leben darf, sondern sie braucht eine gewisse Evidenzbasierung. Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen, der so ein bisschen auch über die jetzt von uns vorgelegte Studie hinausgeht. Und das ist tatsächlich nochmal die etwas grundlegendere Frage, ob wir es in der repräsentativen Demokratie, so wie wir sie heute praktizieren, noch hinreichend gut schaffen, die tatsächlichen Sorgen, Themen und Nöte der Menschen auch in solche Koalitionsverträge, in politische Programme umzusetzen. Wir nennen das in der Forschung Repräsentationslücken. Und wir haben in zahlreichen unserer Studien zum Populismus eben auch festgestellt, dass ein Grund auch für zunehmende populistische Einstellungen vieler Menschen, dass dahinter das Gefühl steht, wir werden mit unseren Alltagssorgen, mit den für uns wesentlichen Problemen von Politik nicht mehr hinreichend repräsentiert. Und da scheint mir schon auch nochmal ein substanzielles Problem zu liegen,
weil wir sehen, dass dieses Gefühl eben auch zugenommen hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Und da muss man auch noch mal sehr kritisch fragen, ob Parteien, die unter Mitgliederschwund leiden, deren Mitgliederschaften auch immer weniger repräsentativ zusammengesetzt sind, ob Parteien da nicht auch ein Stück weit überfordert sind inzwischen oder ob wir nicht auch zu neuen Mechanismen der Vermittlung dieser Interessen der Menschen in die Politik kommen müssen, ob wir nicht unser sozusagen demokratisches Instrumentarium verschärfen müssen, ergänzen müssen, um neue Instrumente der direkten Beteiligung und auch Mitentscheidung, um quasi diesen Übersetzungsprozess in der repräsentativen Demokratie wieder etwas besser hinzubekommen, als wir das vielleicht in den letzten zwei, drei Jahrzehnten geschafft haben. Also sozusagen hinter diesen festgestellten Wahrnehmungslücken liegen dann schon auch noch mal etwas grundsätzlichere Herausforderungen, auch demokratiepolitischer Art. Jetzt machen wir bei Ihnen weiter und dann Herr Jörli. Also wir haben vorhin das Bild sozusagen ja schon bemüht. Das, was wir mit der Studie vorgelegt haben, ist so eine Art Buchhaltung der Regierungspolitik, die Gewinn- und Verlustrechnung. Daraus müssen die Parteien selber für sich machen. Aber in einem Punkt möchte ich doch noch mal widersprechen. Und das ist sozusagen dieser angedeutete Gegensatz zwischen Streit und der positiven Funktion von Kompromissen. Kompromisse in der Demokratie sind ja immer das Ergebnis von Streit. Das heißt also, sozusagen positiv zu kommunizieren, dass man einen politischen Kompromiss auch durch Streit erreicht hat, ja, entwertet ihn ja nicht, sondern aus meiner Sicht im Gegenteil, wertet den politischen Kompromiss ja geradezu auf, zeigt ja geradezu, worin der Wert eines Kompromisses liegt, dass er hervorgegangen ist aus der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Positionen. Und auch da müssen wir uns natürlich fragen, wie kommunizieren und wie reden wir da über Politik? Warum ist die inhaltliche Auseinandersetzung immer gleich parteipolitischer Streit, der negativ besetzt ist und der auch negativ dann sozusagen kommuniziert wird? Streit ist die Voraussetzung dafür, ja, dass man Kompromisse in der Demokratie erreicht. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr positive Eigenschaft von Demokratie. Na gut, das Ganze hat natürlich eine existenzielle Komponente in einem Land der immerwährenden Wahlen. Weil wenn immer Wahlen stattfinden, man hat nicht nur den Zentralstaat mit seinen all vierjährlich stattfindenden Wahlen, sondern im Jahr finden zwischen 10 und 20 Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen statt, die mit unterschiedlich starker Bedeutung besetzt sind und irgendwie in diese ganze Masse des Koalitionsvertrages und des Miteinanders der Koalitionäre hineinragen. Insofern hat man natürlich dieses ruhige Momentum, wo man sagen kann, wir sortieren das sorgfältig und bauen darauf auf. Das hat man eigentlich selten in diesem System. Insofern braucht man ein hohes Maß an Robustheit, um dies aushalten zu können. Und die Zweispurigkeit, die man ja in dieser Koalition sich auf beiden Seiten geschworen hat. Also wir machen den Koalitionsvertrag, wir machen aber gleichzeitig auch immer wieder aufs Neue deutlich, was eigentlich unsere primären Ziele sind. Das ist natürlich für Bürgerinnen und Bürger, die wenig sich auf diese Kommunikation einlassen, immer wieder aufs Neue auch eine Zumutung, weil sie sich in diesem Prozess nicht so hineinlegen können, wie sie das vielleicht gerne wollten. Also man wird nicht den einen Knopf finden, an dem man diese ganzen Prozesse da so kanalisieren kann, dass das von heute auf morgen besser wird. Aber was sich sehr deutlich zeigt, ist eben diese Situation im Sommer 2018, wenn innerhalb der Koalition Konflikte ausgefochten werden, die nicht nachvollziehbar sind, dann hat das eine derart explosive
explosive und beschädigende Wirkung, die man so schnell nicht mehr einholen kann. Weil diese 15% Vertrauensverlust in einem Monat, die sind nicht wieder abgebaut worden. Also das ist gewissermaßen der Pegel, auf dem diese Koalition seither spielt. Und das wäre, glaube ich, vermeidbar gewesen bei einer etwas umsichtigeren Gangart im Sommer 2018. Herr Jörli. Also da würde ich Sie bitten, diese Fragen der Koalition direkt und der Regierung direkt zu stellen. Die kann ich so natürlich nicht beantworten. Aber es ist tatsächlich so, dass viele auch der größeren Projekte, die die Große Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart hat, bereits umgesetzt worden sind. Kita-Gesetz im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, Digitalpakt ist umgesetzt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist gemacht. Es stehen allerdings auch aus Sicht der SPD noch einige Großprojekte aus. Ich nenne nur das Thema Grundrente, das für die SPD auch im Wahlkampf sehr, sehr wichtig ist, das noch nicht umgesetzt worden ist, wo es auch noch keine Einigung innerhalb der Koalition gibt. Aber natürlich interpretieren wir das auch so. Die Revisionsklausel ist nicht einfach nur eine Formalie, sondern die Koalition wird sich jetzt zusammensetzen. Auf der einen Seite diese Halbzeitbilanz politisch bewerten. Auf der anderen Seite ist diese Revisionsklausel natürlich auch noch eine Chance, sich auf weitergehende Ziele für den Rest der Legislaturperiode noch mal zu verständigen. Also da dürfen wir alle sehr gespannt sein, was da in der Diskussion der nächsten Wochen noch dabei herauskommt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es sehr, sehr schwer vermittelbar wäre für die Wählerinnen und Wähler, eine gut funktionierende Regierung in der Mitte der Legislaturperiode abzubrechen und Neuwahlen stattfinden zu lassen. Also die substanzielle Begründung dafür kann man zumindest aus den Ergebnissen unserer Studie nicht wirklich herleiten. Aber nochmal, wir haben keine politische Bewertung vorgenommen, sondern wir haben quasi die Buchhaltung der Regierungspolitik als Grundlage für die politische Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt.